Nasreddin war der jüngste Sohn einer bedeutenden Familie der türkischen Stadt Akşehir. Eines Tages sagte sein Vater zu ihm: Nasreddin, ein richtiger Mann muss seinen Weg gehen. Du bist bald 12 Jahre alt. Es ist an der Zeit, dass du dich entscheidest, was du aus deinem Leben machen willst. Aber Nasreddin wusste nicht, ob er Soldat, Seemann oder doch lieber Lehrer werden wollte. In seinem Kopf flogen die Gedanken wie Vögel umher und er hoffte, dass er auf seinen Wanderungen in der Welt irgendwann, irgendwo einen Wegweiser finden würde, auf dem geschrieben stand: Nasreddins Weg. So begann er seine Reise und dachte an nichts anderes als an den Tag, an dem er als bedeutender Mann zurückkehren würde, um seinen Vater glücklich zu sehen. Eines Morgens kam Nasreddin an einen kleinen Teich, in dem einige Enten schwammen. Er war so hungrig, dass er versuchte, eine zu fangen, aber es gelang ihm nicht. Wütend steckte er die Hände in die Taschen und fand ein paar steinharte Brotkrumen. Er tunkte das Brot in den Teich. Mmh, machte Nasreddin, als er das feuchte Brot probierte, als wäre es die leckerste Speise der Welt. Ein Schneider, der vom Markt kam, staunte nicht schlecht, als er dies sah. Junge, sagte er. Was tust du da? Wieso tunkst du denn das Brot in den Teich? Sie sehen doch, Meister, antwortete Nasreddin. Ich esse eine sehr schmackhafte Entensuppe. Der Schneider lachte und hatte gleichzeitig Mitleid mit dem hungrigen Jungen. So beschloss er, ihn mitzunehmen und für sich arbeiten zu lassen. Wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Geschichte von der Entensuppe auf allen Märkten und Messen, auf denen Nasreddin und sein Herr ihre Waren verkauften. Am Abend des großen Stadtfestes wurde Nasreddin von einem Händler zu einem Bankett eingeladen, zu dem dessen reiche Kunden kamen. Als der Junge an der Tür stand, wurde er von den Bediensteten angehalten. Wohin willst du denn mit solchen Kleidern? Dies ist ein Festessen für bedeutende Leute, sagten sie. Geh zurück nach Hause. Da ging Nasreddin zum Schneider, seinem Freund, und bat ihn, ihm seine schönste Tunika zu leihen. Darin gewandet, kehrte er zurück zum Haus des Händlers. Von nun an gab es nur noch Verbeugungen und Schmeicheleien. Oh, mein Herr, sagten die Bediensteten, die ihn nicht wiedererkannten. Es ist uns eine große Ehre, Sie hier begrüßen zu dürfen. Daraufhin rauschte er in den Speisesaal, als wäre er ein Prinz. Als der erste Gang serviert wurde, tunkte Nasreddin den Ärmel seiner Tunika in die Schüssel und sagte: Hier, meine Schöne, probier mal. Das ist wirklich köstlich. Der Statthalter, der neben ihm saß, traute seinen Augen kaum. Wo gibt es denn so etwas, dass man seinen Ärmel in die Schüssel tunkt? Sind Sie denn nicht ganz bei Trost? Und Nasreddin gab ihm wieder eine seiner bemerkenswerten Antworten. Wissen Sie, ohne diese Tunika säße ich jetzt gar nicht an diesem Tisch voller köstlicher Speisen. Es ist also nur gerecht, dass sie auch etwas von diesem Essen kosten darf. Sie hat es sich mehr verdient als ich. Der Statthalter dachte lange über diese sehr vernünftige Antwort nach. Als das Festessen zu Ende war, schlug er Nasreddin als neuen Richter der Stadt vor.
Nur jemand, der solche Weisheiten von sich geben konnte, verdiene es, Richter zu sein. So also wurde Nasreddin zum Richter ernannt. Im Spiegel erkannte er sich kaum wieder. Er war wirklich kein kleiner Junge mehr. Trotzdem dachte er, wo ist mein Weg? Ich bin schon so groß und habe ihn noch immer nicht gefunden. Es war Markttag und ein Metzger röstete Fleisch auf seinem Grill. Ein armer Mann, der nicht genug Geld hatte, um sich etwas davon zu kaufen, begnügte sich damit, den herrlichen Duft des gegrillten Fleisches einzuatmen. Der Metzger aber war ein geiziger Mensch und wollte selbst diesen armen Schlucker noch ausnehmen. »Hey du, Dieb«, sagte er, »du musst für den Rauch des Grillfleischs bezahlen. Du schlägst dir ja den Bauch damit voll.« Und dann stritten sich die beiden Männer so heftig, dass die Marktbesucher beschlossen, den Richter, Nasreddin, zu benachrichtigen. Der Metzger wollte Geld für den Rauch haben, weil der von seinem Grillfleisch kam, während der arme Mann der Meinung war, der Rauch löse sich in Luft auf und die könne man weder kaufen noch verkaufen. Schließlich traf Nasreddin eine Entscheidung. Er bat den armen Mann um die wenigen Münzen, die er besaß, und klimperte mit ihnen am Ohr des Metzgers. »Hast du das gehört?«, fragte er ihn. »Dann betrachte dich als bezahlt. Es ist nur gerecht, dass du für den Rauch von deinem Fleisch lediglich mit dem Klang der Münzen bezahlt wirst.« Alle applaudierten für die gerechte Entscheidung, die Nasreddin getroffen hatte. So weitete sich sein Ansehen aus, über die Grenzen der Stadt hinaus bis ins ganze Land. Dennoch war er nicht vollkommen zufrieden. Er hatte seinen Weg immer noch nicht gefunden und er hatte die Hoffnung darauf schon aufgegeben. Eines Tages beschloss er, nach Hause zurückzukehren. Er wollte einfach seine Eltern wiedersehen. Als ihn seine alten Eltern endlich ankommen sahen, riefen sie freudig, »Es ist Nasreddin! Es ist Nasreddin, Hodja!« Die Geschichten über ihn hatten sich nämlich im ganzen Land verbreitet, sodass ihn nun alle Welt Nasreddin den Weisen nannte, auf Türkisch Hodja. Als Nasreddin die Freude in den Augen seiner Eltern sah, wusste er plötzlich, er hatte seinen Weg gefunden. Nasreddin lebte noch viele, viele Jahre. Bis ins hohe Alter hinein schwirrten immer noch viele Gedanken wie Vögel in seinem Kopf herum. Und vielleicht sind sie ja auch der Grund, weswegen sich bis heute die Menschen überall auf der Welt die Erlebnisse von Nasreddin erzählen.